Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Shattered Memories. Ihr seht es da oben, ich habe den Safe State geladen, neue Aufnahmesession, neues Glück und wir legen direkt los. Wir gehen jetzt in die Sporthalle und gucken, was uns hier erwartet. Bald kommt dieser richtig schreckliche Albtraumabschnitt, da habe ich schon richtig Schiss vor. Mit die nervigste und schwierigste Stelle im gesamten Spiel. Aber das kriegen wir hoffentlich hin. Hey, Tisch ist gedeckt. Sehr einladend, sehr romantisch. Tatsächlich. Okay. Alle schwarz-weiß Bilder. Von der Abschlussball wahrscheinlich. Oh mein Gott. Aber das hier ist in Farbe, was zum Geier. Ist das etwa Cheryl? Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und der erinnert mich irgendwie an Domtendo. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht warum. Und hier, Harry Gomez, möchtest du Fußball spielen? Ole, 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 ole. Dann halt nicht. Gar nicht in Fußballstimmung sind wir hier alleine. Es ist viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Boah, was sind das für grafische Effekte? Oder geht da hinten gerade das Licht an? Sorry if I interrupted you. Oh, I didn't realize there was anyone else in here. I'm looking for an emergency shelter. I guess... You're not here for the reunion? No. Just my luck. Did everyone else get the message except for me? What a screw up. That was elegant. Lacking in finesse, but... 10 for effort. Michelle Valdez. Harry Mason. Nice to meet you, Harry. So, what brings you here? I'm looking for my daughter. She's missing. I convinced myself she'd be here. She's a midwich student? No, no. She's just 7. Her name is Cheryl. Cheryl Mason? Yeah. There was a Cheryl Mason when I was here. She was above me at school. Must be a different girl, same name. She's 7. I'll show you. Come look. Also wie 7 sah die echt nicht aus auf dem Foto. There you go. That's an old photo. You say she ran off? No, we were in a car accident. That can't be my daughter. How many Cheryl Masons could there be in a small town like this? She even looks like you. There is a resemblance, but my Cheryl's just a kid. You don't sound so sure. Come on. Sie weiß mehr als der Vater. Wie kann das sein? Principal's office? Yeah. If we're lucky, the door won't be locked. Bingo. We're breaking into the principal's office? Well, the door was unlocked. And we both feel bad about it. Sorry, Mrs. Albright. She's still around? I remember her. She was when I graduated. She's part of the furniture, right? Varnished, too.
That's the principal's PC with all the school records on it. A gang of kids in my class used to hack it to change their grades. And you? Hey, I didn't need to cheat. They never got caught, but it rattled Principal Fisher. He used to change his passwords every day. I don't think it helped. Are we gonna hack his PC? Yeah. See if you can pull up the records for Cheryl Mason. See if my Cheryl and your Cheryl are the same. And if they're not, we can get out of here? Sure. Oh, don't mind me. I'm just gonna text my boyfriend. He was supposed to meet me here. Der Gesichtsausdruck von Harry. Du bist wohl traurig, dass sie vergeben ist. Harry steht wohl auf jüngere Girls. Ich verstehe schon. Ja, wir sind ja so schrecklich. Wir brechen hier ein beim Schuldirektor, der sowieso nicht da ist. Und wir sind ja nicht mehr, Schüler. Wen interessiert Merit in Hawaii? So, jetzt kommt das Passwort. Beste Passwort ist natürlich einfach mit dem Kopf auf die Tastatur knallen. Ich habe keine Ahnung, was das Passwort ist. Passwort vergessen, hier klicken. König des Sports, Squash für Männer. Bitte was? Bitte was? Was will der von mir? Und warum steht hier eine Taste mit Otto? Wo ist denn die Otto-Fanden? Was für ein Squash? Ich verstehe gar nichts. Die hängt eine Urkunde. Herman F. Fisher. Bachelor of Science in Geologie. Was ist Geologie? Erdkunde oder was? So der Erdkundemeister. From Dad, from Otto. Der hat wahrscheinlich einen Sohn gehabt, der Otto hieß. Ich verstehe. Ich glaube, das muss mir jetzt alles merken. Hier ist noch ein Buch von Shakespeare. 12 Night. Da stand es auch. Ich musste selber im Englisch-Leistungskurs sehr viel mich mit Shakespeare auseinandersetzen. Ich fand es eigentlich immer ganz geil. Das haben wir gemacht. Romeo und Julia, Much Ado About Nothing. Ja, und das war's eigentlich. Niki! Wahrscheinlich ein weiblicher Hund. Bestimmt so ein kleiner Handtaschenhund. So ein Handtaschen-Chihuahua. So einer ist das. Der Herman Fisher. Bestimmt so ein Chihuahua hier versteckt. Brutalst hier reingequetscht, wer weiß. Mindestens so ein brutaler Tierquäler. Was ist das? Hermans Ex? Was? Oh Gott. Erstmal die Ex-Frau anrufen. Klar. Wir haben sonst nichts Besseres zu tun. 555 9433. Gott, warum tue ich das gerade? Wirklich. Warum tue ich das gerade? You've reached Valerie. I'm not here right now or I can't make it to the phone. What the hell? You got me. I'm screening my calls. Valerie, hier ist die Ex. Okay. Sternzeichen. Okay. Ich find's so lustig, dass Krebs Cancer einfach heißt. All die Sternzeichen Krebs sind im Cancer. Was zum... Ja, was soll mir das alles bringen? Freunde, was ist hier markiert? 12. November. Herman 65. Wird er da 65 oder was am 12. November? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was sonst? Ist ja nicht schön. Warum sind die mir so maritime Bilder? Von der See. Ein Leuchtturm. Hier steht eine Bibel. Sicher, dass er Geologie-Bachelor ist? Und nicht in Religionswissenschaften? Please, keep the store closed. Gut, dann gehen wir erst recht rein. Oder auch nicht. Guck, hier ist schon wieder so ein Meeresbild. Gestrandetes Schiffchen. Komm, erstmal im Wasser holen, Harry. Hast du keinen Durst? Und was ist das? Ein Bild, was sie von uns verstecken. Wahrscheinlich eine nackte Frau oder so. Man kennt ja das Spiel. Hat er schön umgedreht, der Schuldirektor. Warum ist hier eine Cappy? Der Direktor wahrscheinlich selber aufgesetzt. Wollte einer von den coolen Kids sein. Ja, was wollen die hier mit Squash? Das verstehe ich halt null. Was wollen die hier mit Squash? Das hier? Racquetball.
Staatsmeisterschaft. Was wollt ihr mit Squash? Oh nee. Ich verstehe heute die Frage nicht. Was hat der denn für eine komische Passwortsicherung? Da. Ich verstehe es nicht. Muss ich da jetzt Racquetball eingeben oder was? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht mehr richtig, wie man das schreibt. Och, ist das blöd. Ich weiß halt nicht, wie man schreibt. Ich habe das noch nie gehört. Racquetball. Ja, C und dann Quetball. Das aber richtig ist, ich weiß ja nicht. Groß- und Kleinschreibung brauchen wir nicht. Umso besser. Alles in Caps, weil er voll aggressiv ist. Der Schuldirektor. Das ist bestimmt so verkehrt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier noch was wäre. Doch, das war richtig. Vergeudet 3 Jahre mit dem Studium. Bitte was? Geologie oder was? Aber der hat doch den Bachelor. Wie kann er das als vergeudet betiteln? Bitte was? Ich wüsste halt nicht, wo der jetzt 3 Jahre vergeudet hat. Wahrscheinlich muss der jetzt Geologie hinschreiben. Andere Hinweise haben wir nicht. Geo! Nein! Kann ich zurück? Boah, ey, ist das blöd. Aber mit wie wäre es noch schlimmer? Schön Motion Gaming. Ich mache es jetzt aber auf Englisch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Tatsächlich, best Shakespeare-Komödie. 12th Night wahrscheinlich. Weil das da so herausgestochen ist. 12th Night. Echt? Ist das eine Komödie? Ich dachte, Shakespeare macht nur Dramen. Was? 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 Bestimmt habe ich einen Rechtschreibfehler gehabt. Das kann nicht sein. Wir haben nur ein Shakespeare-Buch hier gehabt. Ja, guck mal, wenn ich so schreibe wie so ein Höhlenmensch, dann ist klar, dass nichts wird. Was zum... Stellt euch mal vor, es würde sich jetzt alles zurücksetzen. Alles normal eingeben. Ich würde echt... Richtig hier rumschreien. 12th Night. Ist nicht richtig, ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall, ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Hier ist nur Shakespeare 12th Night. Was soll denn der Mist? Was soll das denn? Och Mensch, ist das blöd. Oh Mann, hier ist doch nur das. Das verstehe ich jetzt nur. Ich kann es jetzt nochmal eingeben, aber es wird dir nichts bringen. Och Mensch. Ich könnte weinen. Ja, bestimmt habe ich eben so einen Flüchtigkeitsfehler wieder gemacht. So, jetzt aber. 12th Night. Ist doch richtig. Auf einmal ist es richtig. Passwort zurückgesetzt auf Sunday 45. Best Passwort. Echt. Sonntag 45. Geiles Passwort. Echt. Weltklasse. Ich glaube, die Fragen sind doch immer random. Gibt's auch noch sowas. Wie heißt mein missratener Sohn? Das steht da wirklich. Kann man so sein als Vater? Echt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ach, guck! Reingehackt! Shit. You break it? It just froze on me. It is her. It is her. We moved? You don't remember, because of the accident? Simmons Street. It's not a great neighborhood. Why would we move there? I guess the cop was right. My ID was old. That wasn't my house. What else did I forget? There's a phone number. Why don't you call it? I will. There's no reception. I'll be outside. Good luck.
Yes? Cheryl? No, Dahlia. You want me to find her? Who's calling? It's her father, Harry Mason. Is she okay? Harry? Is she okay? Who the hell do you think you are? Sorry? What's the... Leave me alone! Oh, no. What's happening to me? War das Dahlia Gillespie? Leute, jetzt geht's los. Das ist wirklich jetzt ein Albtraum. Ich sag's euch. Das war richtig schrecklich. In der Schule. Oh no. Ich hab richtig Schiss. Warum ist da eine Dahlia und warum können wir nicht mit Cheryl reden? Ach Mensch. Werden wir sie jemals finden? Oh no, jetzt geht's los. Ich hab so Schiss. Wisst ihr was, wir machen mal die Lampe aus. Es fiel mir nicht offscreen ein. Vielleicht reagieren die Monster da drauf. Ist ja so hell genug, finde ich. Weil das Eis sowieso so eine helle Farbe hat. Oh nee, das war so richtig schwierig. Weil hier müssen wir, glaube ich, jetzt irgendwas fotografieren. Ich erinnere mich da. Fotografieren, wenn man unter Druck steht. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Echt. Gott, ich weiß wieder nicht, wo ich hinlaufe. Ich kann ja nicht auf Karte schauen, wenn ich gejagt werde. Ich habe ja hier Zeitdruck. Den übelsten Zeitdruck. Hier bin ich doch voll falsch, oder? Hier bin ich doch komplett falsch. Was steht da? Scheiße, das ist wieder so ein Viech. Schnell weg. Ach, scheiße. Schnell weg. Gottes Willen. Ich habe keine Ahnung, das mit dem Licht bringt doch gar nichts. Ja, cool. Ne, jetzt haben wir schon zwei Viecher. Oh, ich glaube, das wird ein dickes, fettes Game Over. Oder auch nicht? Schnell weg, Harry. Oh, der rennt wie eine Alte immer, ey. Wie kann man so lahmarschig rennen? Ich verstehe es nicht. Guck mal, wie er schon humpelt, ey. Als ob die hier die Lebensenergie aussaugen, ey. Die machen doch gar nichts. Die wollen doch nur kuscheln. Da ist ein Auto. Ich glaube, das müssen wir uns merken. Da muss man später nochmal hin. Ich erinnere mich da an was. Komm, Harry. Schnell hier durch. Umwerfen. Finde ich wirklich umwerfend. Einfach nur umwerfend. Gym Grounds. Sind wir hier richtig? Ich weiß es halt nicht. Aber mit Taschenlampe aus. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hätte mal gerne wieder so ein... Ja, so eine Fackel. Fackel war das ja, ne? Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Das ist so schrecklich. Ich will das einfach gehetzt, so weiß ich wohin deswegen. Ich weiß halt überhaupt nicht, wohin ich laufen soll. Ich hätte hoch können, ich hätte da hinlaufen können. So viele Wege blickt doch niemand durch. Wirklich nicht. Ich verstehe es nur. Ja, komm direkt zu mir, weißt du? Ich komme hier gerade raus und werde direkt wieder überrascht. Das gibt's doch nicht. Die sind auch 100-mal schneller als ich. Ich verstehe es einfach nicht. So unfair. Ja, genau, ich bin ja auch eine alte Oma, ne? Der Harry, der macht mich fertig, der Typ. Warum ist das Bild jetzt so komisch? Weil ich wahrscheinlich gleich tot bin. Und ich habe kein Safe State gemacht, weil ich einfach komplett bekloppt bin. Tja, so ist das nun mal. Immerhin zeige ich euch den Game Over Screen, ne? Ist ja auch was. Sind wir mal ehrlich. Ach nö, das war sogar richtig. Das ist ja geil. Irgendwie haben wir den richtigen Weg gefunden. Kann der Typ sich jetzt irgendwie erholen? Damn it, the door shut behind you. I guess you're on your own. Show me some balls, okay? They're inside, so just go find them and get photos. Gonna nail that sleazy bastard, right? I'll try and get the doors open. Get moving. Toll, oder? Jetzt müssen wir so beschissene Fotos machen. Ich weiß gar nicht, ob die uns hier angezeigt werden. Ich glaube nicht. Nö, natürlich nicht. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen, müssen wir mal Fotos machen. Ich glaube, wenn wir da in Nähe sind, dann wird uns das angezeigt. Aber ich werde zwar so sterben. Oder? Nee, der erholt sich. Jetzt geht's mir wieder gut. Boah, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier wirklich eiskalten Safe State. Weil wenn man hier dreimal... Okay. Wenn man hier dreimal stirbt, dann ist das halt verkackt.
Super Paparazzi stellen. Der Hof, der Parkplatz und die Umkleideräume. Na dann los. Genau da müssen wir jetzt hin. Hat sich einer gemerkt, wo es alles ist? Ich zumindest nicht. Gut, hier scheint ja schon direkt was zu sein, was ziemlich geil ist. Schnell, 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 schnell. Harry. Harry. Nimm die Fackel mit. Was? Warum geht das nicht? Was? Normalerweise müsste jetzt hier was passieren. Ah, jetzt. Ich habe einfach wieder verkackt. Was? War das jetzt falsch? Warum überschreibt ihr da immer was? Ich verstehe es null. So, Parkplatz. Ja, wir haben eben das Auto gesehen, da habe ich noch so gesagt, guck, da müssen wir später hin, zu diesem komischen Auto. Tja, die Frage ist jetzt, wo war das? Ich weiß es zumindest nicht mehr. Immerhin haben wir die Fackel, hier ist das Auto. Wie es das Schicksal so will, haben wir es aus Glück gefunden. Ist doch toll. So, Fackel, los geht's. Mach schnell das Foto, du Trottel, ey. Echt? Hat er das jetzt gemacht? Ey, der ist so blöd, ne? Ja, überschreib erst. Weißt du, die Monster stehen nur direkt neben dir, Harry. Soll ich noch einen Kaffee aufkochen oder was? Mann, was ist das für ein Spiel? Oh, ich sag ja, das ist die schlimmste Stelle im gesamten Game. Mit diesen Fotos und alles, oh. Weißt du, die verfolgen dich alle, diese Monster, und du musst ja einfach Fotos machen, Fotoshooting. Hat ja sonst nichts Besseres zu tun, ne? Das ist so seltsam. Als ob ich das jetzt schon gefunden habe. Das glaube ich nicht. Das ist doch das Letzte hier. Das ist doch wirklich das Letzte. Das sind alle drei Fotos. Jetzt hat das wieder nicht gespeichert, der Trottel, ne? Jetzt speichere das Foto. Oh mein Gott, dieses Spiel, ne? Jetzt wisst ihr, warum ich eine Aufnahmesession neue gemacht habe. Weil das konnte ich in letzter Aufnahmesession nicht mehr machen. Ich wusste ganz genau, dass das auf mich zukommt. Und ich wusste ganz genau, wie mich das nervlich zerstören wird. Wobei ich den Weg, glaube ich, jetzt noch kenne. Hier durch. Los, Harry. Und dann irgendwie so rechts halten. Glaube ich zumindest. Komm schon, halt dich irgendwie rechts. Wo sind die Monster? Gut, wenn es keine Monster gibt, dann soll mir das recht sein. Guck, wir sind einfach schon richtig. Es war ja gar nicht so schwer. Der Anfang war schlimmer. Yay! Na guck. Wer ist da mit dem Lehrer im Wagen? Widerlich. Er könnte ihr Vater sein. Oh Gott. Hat der Lehrer mit einer jungen Frau rumgemacht? Ich will es gar nicht wissen. Oh Gott. Weg! Ich will weg! Sieh dir das an. Nackt und wild vor der Kamera. Hey, ist das nicht die Cheryl? Natürlich ist die Cheryl. Hat die mit den Lehrern gemacht? Wahrscheinlich ist das auch die Cheryl. Jetzt wissen wir, woher sie ihre gute Note hat. Sie bleibt nach dem Unterricht noch da. Was geht hier eigentlich ab? Interessante Bilder. Harry? I was about to head off. I thought I ought to wait a little longer. Thanks. You okay? Any luck with the phone? They didn't make any sense. I need to go there. The Simmons Street address? That's the other side of town. You got a car? I was planning on getting a ride with John. There's my boss's SUV. Yeah, I'm looking after it while she's on vacation. It's at the club where I work, not far from here. I could give you a lift. That would be great. Lead the way. Uh-huh. I should give you my jacket. I'm okay. You keep. Ja, voll der Romantiker. You had a car accident. I can't take your coat. Well, you want it, just ask. I'll holler. Das ist so Klischee. Willst du meine Jacke haben? Du frierst doch. I hope Cheryl isn't out in this weather. I'm sure she's waiting for you at home, Harry. I wish I could be so sure. When's the snow supposed to stop?
If I'd seen the forecast, I wouldn't be here. I'd be watching TV from under my comforter. With a big bowl of champurrado. A plate of churros? You know churros? I make the best you'll ever taste. Was sind Churros? Boah, hier sind bestimmt minus 15 Grad und die läuft mit so einem Kleid hier rum. Eieiei. Also wenn die morgen Grippe hat, wundert mich das definitiv nicht. Michelle, was machst du? Echt? Kein Auto, nichts. Jetzt müssen wir einfach durch die Kälte latschen. Ohne einen richtigen Plan zu haben. Na, das liebe ich ja. Michelle, weißt du, wo es lang geht? Kann man dir trauen? Gott, ich bin so froh, dass der Albtraum zu Ende ist da. Ist vielleicht heftig. Never heard of it. Really? It's pretty popular. You work there, right? What do? I sing. Sometimes I mix drinks. It's a temporary thing while John and I sort things out. He's staying in Massachusetts. He's a lawyer. We need to decide if I'm going to move out there with him. You want to go to Massachusetts? Yeah. Well, not Massachusetts so much, but I want to be with John. And John? Oh, he wants it too. It's just hard. We've been together for 5 years, but we never lived together. Now we're out in the world, living our lives. John's a lucky guy. Yeah. He's probably just lousy at showing it. I know lawyers. They're not so touchy-feely. Oh, John's not like that. Back in school, he was very... Harry, du bist so eifersüchtig. The absence makes the heart grow fonder. You believe that? Absolutely. Er ist einfach nur eifersüchtig auf John. Er will doch was von Michelle. Das merkt man richtig. Oh Gott, ach, Anwälte sind sowieso so gefühlskalt. Ich bin ja viel romantischer und besser. Ja, Harry. Klar, spann die Girls noch aus. Can I see some ID? Over 21s only. Sorry, mine was taken by a cop. Really? How come? I'm not sure she trusts me. Well, I'll let you in just this once, but first sign of trouble. Nein, ich will speichern. Der Part ist schon viel zu lang. The Balkan. Last time I was in a nightclub was for my... Oh, I need to answer this. The keys are in my room upstairs. Run up and grab them. John? Where have you been? I guess I can let you off the hook then. But you're gonna have to make it up to me. Uh-huh. Komm, belausch die Michelle. Hör irgendwelche Schwächen von John raus und nütz sie dann eiskalt aus, Harry. So grüßt du deinen Michelle noch. Okay, hier kann man gut speichern, I would say. Dann machen wir das mal. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. War heute richtig spannend. Mal gucken, wie es hier im Nachtclub weitergeht. Ist es wie ein Nachtclub oder ist es eher so eine Stripbar? Ich bin mir da nicht sicher. You were always on my mind. You were always on my mind. Okay. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!